dieses kleine Headpad einmachen. Ja, auf jeden Fall. Nach einer langen, langen Analyse der Karte haben wir uns entschieden. Hey, das ist echt wichtig, Leute. Echt wichtig, aber wir haben, glaube ich, eine gute Wahl getroffen. Ja. Aber sieht gut aus hier. Sieht gut aus. Okay. Das ist richtig krasses, Leute. Da sind die ganze Zeit nur zwei. Ich dachte, das sind die letzten zwei. Ich habe schon richtig gegeiert. Aber die gibt es zum Glück auch frisch. Der ist super Sugar, wie heißt denn das auf Englisch? Man? Cotton Candy heißt es auf Englisch. Cotton Candy, ja, genau. Ja. Genau, mit Hühnchen bei, genau. Vielen, vielen Dank. Das schaut echt stark aus. Man. Das sieht echt lecker aus. Aber erstmal das hier. Ich kann nicht warten, Leute. Ja. Das sieht super vögelisch aus. Vielen, vielen Dank. Boah, das ist mega lecker. Oh Gott. Richtig interessante Konsistenz. Ja, man, gell? Ist gut, aber. Matcha. Mega interessant. Ach, das ist Ei. Oh, krass. Ei. Oh, das ist krass. Und, aber es ist nicht so wie bei Wiesen. Zuckerwatte ist so eklig klebrig. Das war mega. Das war mega gut, ja. Rindfleischcheck. Das ist gut. Voll. Fette Udons, Leute. Oh mein Gott. Auch gut. Wow. Ich kann den Land empfehlen. Der ist super. Der ist echt gut, Mann. Und hat für euch. Dann wird sich gegönnt. Richtig lecker. Oh, das ist gefüllt, Mann. So, noch Nachspeise, Leute. Richtig japanisch, dass sie dran denkt, das auch noch für uns zu teilen. Auf das Detail kommt es halt an, Mann. Mega gut. Mega gut, sagst du? Mega fluffig, ja. Schön. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist, genau. Aber das Teil ist fluffig und schmeckt auch gut. Was macht demnächst so ein japanischer Pancake-Laden auf? Hier, oh mein Gott, das sind doch diese fluffigen, gell? Ja. Alter, wann? Da steht nur coming soon. Die haben jetzt eine Instagram-Seite aufgemacht, aber habe ich von einer Freundin so erfahren. Oh mein Gott, da gehen wir hin. Das mit dem Mehl dann so. Das sollte eigentlich kein Zucker sein. Meistens. Ja. Hm.
Der Matcha-Geschmack ist heftig. Das ist ein bisschen zu Matcha für mich. Aber ich kann es gar nicht zuordnen, Mann. Aber es ist rote Bohnenpaste. Ah. Das ist ja voll auf den so asiatischen Süßspeisen. Mhm. Also ich schmecke eigentlich nur die Erdbeere raus jetzt gerade. Noch mal ohne probieren. Ich habe es ohne und mitprobiert. Ich finde, wenn du es mitprobierst, kommt die Erdbeere zu krass hervor und dann im Nachgang kommt erst das Dessert hervor. Okay. Welches von den drei fandest du am besten? Das hier. Der Pancake, ja, dieser, ja, fand ich auch. Der Geschmack ist relativ neutral. Ja. Das hat kaum Geschmack irgendwie. Ich finde, diese rote Bohnenpaste kommt hervor ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. Aber auch gar nicht so stark. Also, so als würde ich gar nichts essen. So, einfach nur kaum. So ein Name hier. Suzuki. Geiler Name, Mann. Geiler, netter, kleiner, feiner Laden. Ne, war wirklich gut. Ja. Sehr freundliches Personal auf jeden Fall. Finde ich auch sehr wichtig. Und gut, bei den Desserts ist halt Geschmackssache. Ich fand, wie gesagt, Hong und ich fanden diesen kleinen, ja. Pancake, ja. Diesen kleinen Pancake fanden mega gut. Und das Zuckerwatten-Ding. Das Zucker, das war mega gut. Das war wirklich mega ich gut. Noch, also ja. Ich wollte noch welche mitnehmen als Geschenk jetzt später. Aber hat sie uns aufs Haus gegeben. Fand ich auch mega gut. Auch, ja. Kostet den Laden auch nicht viel und diese Geste bindet in der Regel auch dann Kunden an dich. Ja, das ist immer Fall. So eine kleine Geste, wo du sagst, wow, da komme ich wieder, ja. Nee, kann ich empfehlen. Ich auch. Gut. Und Preis-Leistung fand ich auch gut eigentlich. Ja. Okay, Leute, wir sind gerade an diesem Laden vorbeigegangen. Wir konnten nicht widerstehen. Divi so, komm, teilen wir uns ein, er gibt aus. Oh mein Gott, Cashback, Mann. Noch nicht. So krass sehen die aus. Also ich habe schon mal von dem Laden gehört, aber ich wusste nicht, wo der ist. Und dann habe ich gesehen, hey, das ist der Laden, der mir immer empfohlen wurde. Ich so, oida. Und die sehen halt anders heftig aus, Mann. Wir teilen uns hier jetzt so richtig romantisch, als wären wir auf einem Boot. Oh mein Gott. Boah, der schaut optisch schon echt fein aus, Mann. Du hast auf Friends geschaut. Ja? Kennst du jetzt die Folge, wo der Kuchen auf den Boden fällt und dann... Oh mein Gott, ja, Mann. Oh mein Gott. Oha. Scheiße. Anders lecker. Schön fruchtig, schön süß. Guten. Danke. Danke. Die denken, wir sind irgendwelche armen Penner. Wenn die wüssten. Wenn die wüssten, ja. Es gibt softy Steak, Leute. Erstmal Vorspeise. Black Tiger Garnelen. Für die Dame ein Salat. Also ich kann gerne eine Garnele oder zwei haben. Für euch, Leute, schaut euch an. Jetzt nochmal in Öl. Getunkt. Schon lecker. Schaut, Leute. Richtig soft. Bisschen schneiden und dann da drauf legen. Was sagst du? Das zergeht voll auf der Zunge. Da braucht man nicht mehr irgendwelche Soßen oder sowas. Ja, so muss Wagyu eigentlich auch sein. So stelle ich mir Wagyu vor. Alles andere würde mich enttäuschen. Alles andere würde mich wirklich enttäuschen. Ich fand das, also der hat ja auch nicht irgendwie gesagt, wie ist das überhaupt heiß? Nee, doch, doch, das ist mega heiß. Ja. Muss ich das mal drauflegen?
Okay, ja. Je nachdem, wie durch du schauen willst. Also ich will es schon noch ein bisschen mehr durchhaben. Ich esse meins nicht so gut. Aber es ist schon sehr fein. Das ist gut zum Leute. Wir haben schon Pommes bekommen. Danke, vielen Dank. Oh, yes, Leute. Mm. Oh, wow. Also ich hatte Wagyu Ribeye und du hattest Wagyu New York Strip, oder? Ja. Gönnen wir uns ein Stück von ihr. Mmh. Deins ist fleischiger. Mmh. Auch sehr lecker. Jo, das war's von mir, Leute. Gestern echt viel und echt saftig gegessen. Ich habe immer noch das hier. Jetzt ist es bisschen hart und in sich zusammengeschrumpft. Aber das war mega, Mann. Das ist echt krass. Also eigentlich ist es nur Zuckerwatte, aber eine super leckere Zuckerwatte. Das hat dieses Auflösende offensichtlich wie Zuckerwatte, aber wir hatten ja letztens diese Snackbox aus Japan. Da haben sich auch so viele Sachen aufgelöst im Mund. Das ist echt geil. Also das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt auf Instagram und Twitch. Heute sind wir live, Prime Time. Wahrscheinlich damit. Ansonsten natürlich in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.